Ich weiß, ich schwärme sehr viel von den Stadtbildschirmen, aber ich find's auch genial. Die Bogenschützen sind auf meiner Seite. Aber sie sagen, dass Aschenwald sich der Autorität des Königs widersetze. Das muss ich mit ihrem Bürgermeister ausfechten. Woche des Handels. Der Genau. Dass zu Beginn einer Woche tauchen also neue Kreaturen in den Städten und Gebäuden auf. Dies ist der richtige Zeitpunkt, um eure Armee zu verstärken. Deswegen werden wir jetzt auch gleich mal zurückgehen zur Stadt. Aber wir gucken erstmal, jetzt haben wir eine neue Woche, nämlich was haben wir denn für eine Woche? Die Woche des Handels. Der Preis für Artefakte fällt auf die Hälfte. Waren werden zum halben Wert getauscht. Ihr seht also, diese Wochen sind hier nicht nur irgendwelche quatschigen Gimmicks wie die Woche des Huhns oder sowas, sondern die bringen teilweise auch richtig was. Jetzt erstmal die Ziele, genau. 100 Bogenschützen anwerben und dann Aschenwald erobern, weil die unserem lieben Ehemann auf den Senkel gehen. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück zur Stadt und holen uns die neuen Bauern. Und ein paar Bogenschützen können wir dann auch gleich holen, weil ich natürlich jetzt ja mal als allererstes keinen Bogenschützenturm bauen werde, da ich noch keine 10 Steine habe. Da müssen wir also noch ein bisschen warten. Naja, dann bauen wir halt die Bauernhütten. Das sieht jetzt hier gerade so aus und sieht danach dann so aus. Also ein ganz paar Häuschen mehr. Sehr schön. Und das wirkt sich dann ab nächste Woche aus. Also jetzt haben wir noch 23. Und ihr seht, ab nächste Woche sind es dann 28 neue. So. Haufen Geld wieder rausgehauen. Euch nehmen wir gleich mit. Ja, nicht vergessen. Und wo schauen wir dann? Genau, da nimmt immer weiter Züge an. So, jetzt will ich aber diesmal zu diesem Lagerfeuer hingehen. Ja, und wir sammeln jetzt hier einfach mal gemütlich Steine über unsere Grube und mit Isabel. Und, wollen dann bald den Bogenschützenturm hoffentlich bauen. So. Aha. Seht ihr, das ist jetzt auch verschwunden. Wir haben 4 Holz bekommen, 400 Gold. Und das ist jetzt komplett weg. Das füllt sich also auch nicht wieder auf, dieses Lagerfeuer. Und wir gucken nochmal ganz kurz, ob wir jetzt eine neue Bauoption haben. Ich glaube aber nicht, nein. Es dauert jetzt erstmal wie... Hoppla, das wollte ich gar nicht. Hier, genau. Wir kriegen also hier dann wieder neue Bauoptionen mit Baustufe 6. Also wenn also 6 Gebäude stehen, haben wir diese Baustufe erreicht. Ihr seht, 5 haben wir jetzt gerade. Das 6. kommt dann und dann wird wieder die nächste Stufe freigeschalten. Also können wir jetzt einfach uns mal hier getrost aufs Abenteuern konzentrieren. Wir könnten jetzt natürlich auch noch hier zurück und Bogenschützen holen, aber da verzichte ich jetzt einfach mal gerade drauf. Und gehe einfach mal so die Viecher kloppen. Kriegen wir schon noch schnell genug die 100 Bogenschützen. So, jetzt ziehen wir euch nochmal ein Stückchen zurück. Und buffen am besten, da ist Isabel gerade am besten mitberaten. So. Schießen wir auf euch da oben. Da unten sind 117 Bauern. Oh, Kamerafahrt. Ja, die 117 Bauern, die kommen gut zurecht. Mit 28 Zombies, gar kein Ding. Aber vielleicht nicht mit allen Zombies. Aber, oh wow, die halten ja übelst was aus. 17 Lebenspunkte. Kranke Scheiße. Naja, kriegen wir alles hin. Jetzt müssen wir ja nicht mehr so wahnsinnig drauf achten, auf jeden einzelnen unserer Leute. Da wir ja einfach mal einfach Nachschub kriegen, was immer ziemlich cool ist, ne? Sozusagen. Auf wen schießen wir denn? Wir machen hier oben alles platt. Die Bauern sind unwichtig, die dürfen jetzt mal blocken. So. Nochmal draufgeschlagen. Immer noch keinen verloren. Und Moralbonus. Wir dürfen gleich nochmal ran. Nochmal ein Moralbonus. Aber jetzt ist einfach die Initiative zu viel weg, als dass wir noch was machen könnten. Ich buff jetzt mal nach.
dürfte mich bald auslaufen. Und kommen wir von hinten ran. Ja, wir kommen um sie rum. Super. Und jetzt schieße ich euch hier nochmal direkt in die Fresse. Oh, die haben hier übrigens einen abgebrochenen Fuß, so den linken. Aber ich glaube, das stört sie jetzt auch nicht mehr großartig. So, naja, ein paar Bauern haben wir jetzt verloren, aber dafür haben wir sie schon fast tot. 8 Stück sind es noch. So, und jetzt kriegst du nochmal von Isabella eins auf den Latz. Und wir schlagen von oben nochmal zu. 2 noch übrig, die erschießen wir jetzt. Klasse. Mhm. 550 Erfahrungen, 15 Bauern verloren. Naja, sie haben im Land treu gedient. Der Ausbilder hier jetzt wieder. Aber das bringt nichts, weil ihr seht, warum sollten wir mit Isabel in der Stadt rumhängen? Wir haben erstmal Angriff plus 1 bekommen. Einfache destruktive Magie könnten wir lernen. Ach, scheiß auf diese ganze Zauberei hier mit Isabel. Das wären wir schon genug. Meisterhafte Gegenschlag. Die Gegenwehr um 20%, das ist krass. Also ihr seht, das sind so manche Sachen hier, das bringt einfach mal gar nichts, dieser Skill. Und der hier ist überkrass. Also ist es gar nicht so schwer, sich da immer zu entscheiden. So, wir gehen direkt weiter. Und töten weiterhin alles, was uns in den Weg kommt. Ziehen wir euch mal hier runter, weil da können sie eh nicht vorbei in den Steinchen hier. Und Waffen, ja, die halten jetzt ein bisschen mehr aus. Das ist die nächste Stufe von Bauern, diese Milizen. Die sind sozusagen, ja, geupgradete Bauern. Das gleiche Modell, aber passt auf, wir gucken mal. Angriff, Verteidigung, sehr, na gut, die sind jetzt gebufft. Also hier Angriff, Verteidigung 2. Das heißt, unsere Bauern sind krasser als die Milizen. Aber wir werden natürlich dann auch, sobald es geht, die Chance nutzen, unsere eigenen Bauern zu... Holla! Um unsere eigenen Bauern zu upgraden. Dass die hier auch mal so ein Kettenhemd und einen kleinen Helm bekommen. Da freuen die sich auch, wenn sie nicht mehr ganz so grauenhaft sterben müssen. Und da ist jetzt, glaube ich, noch einer über, jawohl. Der kriegt von der Chefin selber eins drauf. Und die erschießen wir jetzt wieder. Hat geklappt. 488 Erfahrung. Und jetzt natürlich endlich eine Sägemühle. Das ist einfach auch ziemlich gut, wenn wir jetzt weiter Gebäude bauen wollen. Dass wir hier mal ordentlich von den Grundrohstoffen kriegen. So, was haben wir da hinten? Eine Bauernhütte wieder. Dann drehen wir einfach die Runde weiter darüber. So. Ja, man sieht, die Runden vergehen jetzt auch noch relativ schnell, weil es immer noch sehr wenig zu steuern ist. Aber das wird halt mal schnell mehr, wenn man mal 5 Städte hat und 3-4 Helden. Man kann dann so eine Ersatzhelden, oder was heißt Ersatzhelden, eher unwichtigere Nebenhelden anheuern, um dann auch Truppen zu verschieben, dass man mit dem Haupthelden, mit dem man dann kämpft, mit dem ich ständig in die Stadt zurückrennen muss, hat man dann so einen Zweithelden, der dann hier quasi die Truppen dann aufsammelt am Anfang jeder Woche und sich dann mit ihr hier trifft. Um ihr eben. Ihr könnt den gegenwärtigen Spielstand mit der Taste F6 speichern. Gut, das dachte ich mir nämlich auch schon. Wollte ich mal nachgucken, ob es da einen Quicksave-Button gibt. Aber da ja eh irgendwie am Anfang jede Runde gespeichert wird, ist das nicht ganz so wichtig. Damit haben wir Quecksilber, genau. Und ich bin hier gerade kommentarlos vorbeigerannt. Wir haben hier oben 4 Edelsteine gerade aufgesammelt. Das ist eine Ressource. Quecksilber ist das hier. Dann gibt es noch Kristall und Schwefel, genau, Sulfur hatte ich noch im Kopf. Noch irgendwas? Ja, wir haben jetzt 10 Steine. Erz. Ich darf nicht Steine sagen, das ist Erz. Ach genau, hier unten haben wir ja natürlich noch einen anderen Button für spezielle Gebäude. Für Werften und... Marktplatz und hier, da können wir auf die Schmiede zugreifen. Da hätten wir eigentlich auch was kaufen können. Wir gehen bald nochmal mit
Isabel zurück und kaufen uns dann natürlich die anderen Gegenstände aus der Schmiede auch noch. Aber jetzt wollen wir natürlich mal die Hoppla das hier anbauen. Da seht ihr, da bekommt die Festung hier einen Turm dazu. Der Bogenschützenturm, jawohl. Bauen. Der ist jetzt hier dran. Und jetzt können wir dann Bogenschützen anheuern. Und zwar machen wir einfach gleich mal. Und die dürfen jetzt mal hier in der Stadt stehen bleiben. Und wir kommen dann nächste Woche vorbei, wenn wir dann wieder neue anheuern. So. Dann holen wir uns hier natürlich noch einen Buff für die nächste Schlacht. Plus eins Glück. Den wir dann gleich hier verpulvern, wenn wir hier Schätze abgreifen. Gegen viele Pestzombies. Alles klar. Aufs Maul, Kollegen, was? Und ihr dürft jetzt wieder hier raus. Gut. Buffen. Ihr kennt ja das Spielchen mittlerweile schon. Ich freue mich schon drauf, dass wir da mal richtig viele Truppentypen haben und man da mal richtig loslegen kann hier. Für mich ist das jetzt noch so ein bisschen im Kindergarten, sind halt die ersten Missionen. Aber es gehört ja natürlich dazu, zum Spielerlebnis, hier die ganze Kampagne anzugucken. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich jetzt irgendwie anfange, irgendwo später einzusteigen im Spiel, nur weil man dann mehr Einheiten hat. Wäre ja auch dämlich, so, worauf schlagen wir? Die Bauern sind mir immer egal, da kriegen wir so viele. Wir machen erst den anderen Trupp platt mit vereinten Kräften. So, das haben wir, glaube ich, bald, ne? 5 Stück. 6 hier, ihr kämpft beide gegen die da, dass die gebunden sind. Und schieß nochmal drauf, bitte schieß alle um. Na, 2 haben überlebt. Okay, jetzt haben wir sie aber. Und nochmal 5 tote Bauern. Wen kümmert's? So, nochmal draufschlagen. Das war's schon, oder? Ja, das war's. Habt euren Job gut gemacht. Und eine neue Schatztruhe. Wir haben eigentlich genug Geld. Wir nehmen das wieder für die Erfahrung. Und könnten zum Beispiel einfach Vermögen nochmal erhöhen. Aber wir haben andere coole Fähigkeiten. Geübte Verteidigung vermindert den Schaden, den eure Kreaturen im Nahkampf erleiden um 20%. Auch sehr schön. Oder Lebenskraft. Verleiht jeder Kreatur unter dem Befehl des Helden +2 Lebenspunkte. Das ist geil bei Armeen, die viele kleine Einheiten haben. Da wir gerade sehr viele Bauern haben und so ein Zeug, nehmen wir einfach mal das. Weil das gab hier halt mal unserer Truppe aus 108 Bauern einfach mal 216 Lebenspunkte mehr. Also übelst krank. Übelst, Alter, übelst. So, wir gehen jetzt hier lang, würde ich sagen. Erstmal zu der Fahne darunter. Und dann erkläre ich es euch gleich. Genau, wir gehen jetzt nämlich als allererstes zur Fahne und dann hier rüber zu dem Bauernhaus und zu dem Bogenschützenturm. Und dann drehen wir unsere Runde zurück über diesen Turm bis hin zur Stadt und holen nochmal Kreaturen. Und dann sollten wir hoffentlich relativ fit sein für die nächste Runde. Ja, anschließend. Bitte, danke. So. Wir gucken jetzt natürlich nochmal in die Stadt, ob wir jetzt nochmal irgendwie was bauen können. Müsste ja eigentlich fast, wenn wir diese Mission schon dürfen. Nee, okay, also für diese Mission war es das jetzt. Wir können theoretisch hier weiterbauen, aber wie ihr seht, dieses Gebäude kann in dieser Stadt nicht weiter aufgewertet werden. Ist also hier so die Beschränkung für die erste Mission mit Stadt. So, die Woche der Taube, bringt die was Tolles? Eine Woche, in der alle Denkmäler, jetzt habe ich es weggemacht. Ashan hat 3 Monde, deren relative Stellung zueinander kann erstaunliche Auswirkungen haben. So vermehren sich zum Beispiel in der Woche des Engels und in der Woche des Engels Engel und Erzengel stärker als sonst. Engel, die sich vermehren. Ah, das hört sich so falsch an. Aber auch irgendwie gut. So. Genau, die Woche der Taube wollte ich wissen. Alle Denkmäler täglich gereinigt werden müssen. Ja. So, da jetzt die Woche ja neu gestartet hat, können wir natürlich sofort hier wieder zurück und bekommen wieder 22 Bauern. Weiter geht's zu dem Turm hier.
mit unserem süßen Ratatouille.